So, das war schon das zweite Mal, dass mir das Spiel abgestürzt ist. Und durch den Neustart der Stream abgebrochen ist. Passiert ja bei Konsolenspielen eigentlich selten, ne? Deswegen gibt es jetzt nochmal einen neuen Teil. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Kurz das Dashboard nochmal aufrufen von dem neuen Stream. Das heißt, ich müsste aber 5 Minuten nochmal wiederholen. Mal sehen, was ich nochmal wiederholen muss. 84%. Die Stelle muss ich nochmal machen. Habe ich hier schon. I'll wait till she puts out that fire. Okay. Kann ich das hier jetzt nochmal machen? It's locked on that easel. Ich weiß ja hier, was zu tun ist. Tonband, Tonband, Tonband. Now, this next slide shows our new, more aggressive corporate strategy. Obwohl, ich will nicht die ganze Sequenz überspringen. Überspringt ja dann das, was ich noch nicht gesehen habe. Hello there! If you're here, well, people gotta move up, and that's what I've made room, and it ain't Rip. Das nächste Point-and-Click-Adventure wird auch wieder auf dem PC sein, beziehungsweise auf dem Mac, wo ich ein bisschen mehr Kontrolle habe über den Stream als bei der PS4. Und alle lief ja Vollgas, Full Throttle lief bei mir nicht auf dem Mac. Das macOS Catalina rauflaufen viele 32-Bit-Spiele nicht mehr. Auf die man in der GOG gekauft hat. Was ja schade ist. Near the end, he was hot. And here, ladies, my name is Maureen. By the time this man, hey, ready? Uh-oh. So, jetzt haben wir gleich aufgeholt zu dem, was wir gerade. And then he sent his goons after me. Absturz verloren haben. When it's time to find you. Yes, of course. Any other questions? So, after we pick up your bike, we'll go get my gang out of jail. And then find out why my gang never showed up to help us. And then you go business suit shopping. Don't remind me. Don't complain. You're going to be rich. At this point, I'd settle for just a little peace and quiet. Absturzstelle. Weil der auf den LKW springt. Die Neubruchstelle. He interrupted my speech then. She really shouldn't have. I was just about to talk about the inherent dangers of motorcycle operation. Huh? Can't you make this damn thing go any faster? So eine Zwischensequenz, gar nichts mehr eingreifen. Hey, it's got a crawl space, just like Emmett's truck. That fan's like a big meat grinder. Don't think so. Pretty small. I'm saving that change in my plans. Fine.
Hase nicht geschnetzelt, jetzt gibt's eine Trophäe. Also das war ein letzter. I'm saving that chain for my friends on the old grind. Das ist so ein Spaß. Zielleitung. Can't reach it. I think that's my only hope. Oh oh. Gibt's hier doch ein Game Over? Das ist der einzige Game Over, den man haben kann. Let me try that again. Don't complain. Vorher konnte man noch nicht sterben. Spike. Der Einziehen. If I touched it, it would fall off. Fans like a big meat grinder. Don't think so. Nothing for that man. Try that again. Yeah, okay. Don't complain. You're going to be rich. At this. Ich muss hier durch. And then find out why my gang never showed up to help us. Don't complain. If I touched it, it would fall off. Can't reach it. Let me try that again.
dachte, don't complain. Die Lösung wäre, you're going to be rich. At this point, I'd settle for just a little. Leitung. You're going to kill all of us. Shh, Ben, don't move. How do you stop this thing? From the cockpit. Doc! Careful, Ben. Lass mich nicht zum Cockpit. Was haben wir denn? Kein Motorschaden, kein Kontrollverlust haben wir. Bremssystem. Okay, der Bremsfisch, der geht nicht. Bremsen auch nicht. Ich hoffe, ich habe mehr als 3 Versuche. Nee, glaube ich nicht. Ich meine, ich könnte auch versuchen zu fliegen, aber naja, keine Flügel mehr dran. Aber wurde auch gesagt, das Ding fliegt nicht mehr. Let me try that again. Durchgekommen.
Notfall. Kontrollverlust. Bremssystem. Schubumkehr. Volle Kraft. Geht nicht. Ich meine, ich könnte die... Na. Der geht gar nicht, der Schirm. Notbremsen habe ich auch schon probiert. Das Einzige, was ich machen könnte, ist das... Notlandung geht auch nicht. Aus. Let me try that again. Oh, ohne Schuss sogar durchgekommen. Dankeschön. Nein, nicht rausgehen. Selbstverständung? Nee. Motorschaden. Ja, vielleicht mal Benzinleitung öffnen. Nee, geht auch nicht. Es wird hier wahrscheinlich der Kontrollverlust, das Bremssystem sein. Okay, das ist auch nicht. Let me try that again. Ist aber nett, dass ich jetzt durchgehen darf. Ich, Notbremsen habe ich alles probiert. Dann kann man auch die ABS-Option ein- und ausschalten. Jetzt versuche ich mal alle Schubumkehrungen zu machen, damit ich hier durch habe. Gar nicht. Heißt das, dass das ganze System nicht in Ordnung ist? Wenn das Das heißt, die kann ich jetzt mir schenken, die Schubumkehr. Bremsschirm. Wahrscheinlich gleich zu Ende sein. Noch die letzte Option. Mal gucken, ob ich noch Zeit habe für die letzte Option. Nein, ich nicht. Aber den Schirm zu lösen, das... Wäre gut zu wissen, Let me try that again. Wenn eine Option nicht funktioniert, die anderen auch nicht werden. Ich kann natürlich Zeit sparen. Ich gehe mal davon aus, dass... Ja, ich versuche jetzt noch den Schirm und dann die... Ich glaube, die Bremsen, die gehen auch nicht.
gar nicht. Notlandung. Aber das könnte aber auch gut sein, dass das eine Option von denen ist. Kernschmelzung geht gar nicht. Kann ich irgendwie den Motor noch... Ouch. Let me try that again. Nächstes Mal ist jetzt. Naja, gutes Rätseldesign ist das auch nicht. Was hier nicht mehr... Not. Einen Hinweis drauf bekommen könnte. Was ist das? Das ist einfach nur rumprobieren ist. Also, Notfall, Motorschaden. Maschine aus habe ich probiert. Maschine kühlen geht auch nicht. Herzschmerzung habe ich schon probiert. Benzintank. Benzin ablassen. Na, schade. Das habe ich schon versucht. Schließen wir natürlich auch. Beim Fliegen bringt alles gar nichts, da brauche ich gar nicht reinschauen. Landung. Die Flügel sind doch alle abmontiert. Steig durch. Oh, let me try that again. So ganz systematisch mache ich das jetzt gerade nicht, aber fliegt ja auch am besten mit Gefühl. Oder fährt. Nicht. Da steht ja irgendwo. Die habe ich aber alle aus. Ja, gut, die Flügelsystemnavigation. Navigation geht gar nicht, glaube ich. Kernschmelzung brauche ich nicht anschalten. Die habe ich alle ausprobiert. No. Let me try that again. Das ist ein bisschen das Gegenteil von. Habe ich irgendwas übersehen? Der Tipp für mich. Hello? Back off, man! Hey, Susie. Ben! Quit yapping and make something happen, will ya? Bis auf den Monitor ist hier oben doch auch nichts. Ah, das sollst du nicht machen. That might have been useful. That'll never work. I could have used that. Shot to hell. Das ist das Einzige, was funktioniert. Ja,
Autopilot funktioniert auch nicht. Gefühl, die Zeit wird immer knapper. Es ist auch nicht gerade prickelndes Gameplay. Zeitdruck in Spielen ist ja auch nie das Beste. Es wird doch sicherlich keine andere Lösung geben. Ausprobiert. Die anderen beiden Punkte habe ich, glaube ich, schon gemacht bei der Benzinleitung. Nervig ist wirklich, dass hier gleich wieder die Zeit vorbei ist. Ja. Damn. Let me try that again. Also ich glaube nicht, dass ich was übersehe. Aber wenn das eine reine Finden der richtigen Option ist das nun wirklich äußerst nervig. Ich habe hier fast schon alles ausprobiert. Kontrollverlust, Flugsystem habe ich alle ausprobiert. Die habe ich alle ausprobiert. Also die Schubmuck habe ich auch ausprobiert. Das wüsste ich nicht, was es bringt. Das ganze Flugsystem kann ich mir doch eigentlich schenken, außer eine Notlandung. Geht gar nicht. Auch nicht nach Aktionen getimt, das ist ja alles eine Zeitfrage. Das heißt, mir eine Minute oder wie lang das ist. Oh, let me try that again. Das sind Momente, wo man denkt, soll ich in die Lösung schauen oder nicht? Nur damit das Screen sich nicht so lange auf einer Stelle aufhängt. Was übersehe ich hier? Das muss eins von denen sein. Na, Kernschmelz und gar nicht erst probieren. Der Mustard hatte ich noch nicht. Jetzt noch Zeit habe. Das erste. Nee. Brauche ich Überhitzung auch nicht mehr probieren. Das erste hatte ich, glaube ich, schon. Jetzt wahrscheinlich gleich vorbei. Ja. Kernschmelzen habe ich jetzt wieder falsch. Das hatte ich gerade gehabt. Geht auch gar nicht.
vorher noch was anderes machen, oder? Wie sieht das hier aus? Let me try that again. Ist wieder mal, so kann man das Spiel auch verlängern. Habe ich hier irgendwas übersehen? Das ist der Bildschirm, ne? Ich habe doch jetzt alles hier gemacht. Nicht geht. Keiner von ihnen, kann ich keins von den Flügeln, ich versuche nochmal an, die Flügel auszufahren. Geht auch nicht. Ne, fliegen. Ich dachte, er wird nochmal am Ende zum Fliegen überredet. Nerv. Ich schau mal kurz in der Lösung nach, weil das mir zu blöde. Aber zumindest in der im Hinweis. Ich muss nicht komplett lösen. Let me try that again. Ich will wissen, ob ich hier was übersehe oder. Ob ich hier was übersehe oder. Einfach nur nicht alles ausprobiert habe. Okay, man soll. Ich habe nur kurz einen Satz gelesen, man soll das Fahrgestell einfahren. Here goes nothing. Wie soll man denn da drauf kommen? What the fuck? Ja gut, Mann. Das ist so die Hardcore-Methode, um das Ding zum Stehen zu bringen. What did you do? Um Bremsen nicht gehen. Aber da hätte ich jetzt noch ewig probiert. Gibt's hier den Cliffhanger? Ben, are you alive? I am, but I don't know about Rip Burger. I can see him. He's out cold. Climb back here quick. Soll ich Rip Burger retten? Can't reach him. Motormenü. Ne, Motor starten will ich nicht. Verteidigungsmenü. Anhänger entriegeln wir auch Quatsch. Fracht. Ja, war nicht so eine gute Idee. Dann gehen wir aus. Ne? Better to burn out than to fade away. Let me try that again. So schön. Ben! Climb back here, quick! Careful, Ben! Ich will eigentlich nur ins Cockpit. Ob ich da was machen muss. Hier.
Knöpfe drücken. Frachtmenü, Gewicht. Motor starten, da hat sich das alles kaputt gemacht. Spezialpanzerung, das Gerät. Das geht auch nicht. Das ist natürlich doof. Ich dachte, hier ein bisschen mehr Zeit. Okay, dann gehe ich mal zurück. Gucken, was passiert, wenn ich versuche, zu ihr zu gehen. Ich kann an der Stelle auch gar nicht speichern. Nein, speichern. Ich wollte speichern, falls es ein zweites Ende gibt. Also 91% Felskante. Ist nicht mehr so lange. I'm taking you and your friends with me, Ben. All you're taking is the wrong kind of medication. Na gut, ich muss ihn loswerden. Das ist vielleicht ein Maschinengewehr. Ich will ihn eigentlich nicht umbringen. Schon alternative Enden hatten. Well, that answers that. Das müsste ich nachher mal nachschauen, ob es noch ein alternatives Ende gibt. Ich habe gespeichert. Wait, come back! We need your weight in the plane! Ouch. Let me try that again. Und die komplett richtige Lösung. Ich muss Ben, noch hinten irgendwie. Ben, climb back here quick. Ich muss noch Gewicht hier hinten in die Fracht vielleicht verlagern. Motor anschalten ist keine gute Idee. Ben! Ben! Climb back here quick! Oder war das gerade nur eine Zeitfrage? Nein, geh doch mal rein. Ich hab doch das Verteidigungsmenü noch nicht durch. Was ich hier in den Motor starten. Und das war's das. Aber ich glaube, ich stelle hier gar nichts an. Das ist einfach nur ein Hinweis. Das ändert nichts.
I think you just killed a seagull. Oh, ich habe wenigstens noch ein Achievement dafür bekommen. Verteidigungsmenü, Maschinengewehre. Kontrolle. Beim nächsten Mal. Ich mache das jetzt mal komplett, was ich gerade gemacht habe, mit dem Ausschalten des Geschützturms. Mal gucken. Ich weiß nicht genau, was da gerade passiert ist, dass ich zu spät rausgerannt bin. We try that again. Climb back here quick. Mal anschauen. So, Maschinengewehre, Kontrolle. Muss ich hier jetzt noch was anderes machen, bevor ich nach hinten gehe? Zeit. No. Climb back here quick. Dann machen wir jetzt mal ganz schnell alles. Also, Verteidigungsmenü, Maschinengewehre, Kontrolle, aus. Und dann nach hinten. Wimp. Also zeitlich kann ich das nicht schneller machen. You're waiting the plane. Ben. Ah. Vielleicht muss ich irgendwie. Ouch. Let me try that again. Dass sie nicht flüchten. Climb back here quick. Wir rennen einfach alle raus. That's what having a regular job will do to you. Ich kann danach nicht nochmal zurück ins Cockpit, okay, das muss ich wissen. Try that again. Climb back here quick. Das heißt, entweder muss ich schnell raus oder ich muss vorher noch eine andere Option hier einschalten. Stellt sich jetzt die Frage, ob das eine Timing-Geschichte wieder ist. Ich versuche jetzt nochmal möglichst schnell rauszurennen. Das Ding explodiert. Verteidigung, Maschinengewehre, Kontrolle. Noch eine andere Möglichkeit hier rauszuklettern. Wow. Komm hier raus. Sobald ich ins Cockpit gegangen bin, ist es gerade explodiert. Wait.
wait. Come back. We need your weight in the plane. Kann ich hier was machen, bevor ich Rose losrenne? Weil ich Rose losrenne, explodiert das hier. Zielleitung, in der ich stehe. Was ist das hier? Bike. Genau, mit dem Bike hier rausfahren. Na also. Life was a game to him, and he played it by his own rules. He was a mystery to most of us, and yet an inspiration to us all. He gave us freedom. He gave us power. He gave us wings. He gave us wheels. Thank you, Malcolm Corley, for giving us a dream. As the ex-boss. We'll never die. Der Baupriester gewesen. War das Vater nicht nur. So. So. Das Vaterfigur. Maybe we could do lunch sometime next week. Yeah, sure. Lunch sounds great. Things aren't gonna change, are they, Ben? I mean, just because I'm in charge of the company now, and living in a mansion and riding around in limos, that doesn't mean we won't spend a lot of time together, does it? Look, Mo, you're in a different league now. You shouldn't be hanging out with the likes of me anymore. But Ben, oh, just a second. Hello? What? No, 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 that's crazy. Is he nuts? Look, move the meeting up to 5 and tell the plant foreman that I'm coming over personally to inspect those parts. I know, that's what I told him. Vic is up. Excuse me, what was that last part? No, that alloy was flawed to begin with. Uh-huh, yeah. Yeah, good, great. Das war Full Throttle. Ja, vom Writing her war das schon ganz gut. Aber vom Rätseldesign her leichte Kost bzw. zu viel Kombinationspuzzle gewesen. Und die Action-Sequenzen hätten sie schenken können und da lieber die Energie auf was anderes verwenden können. Auf mehrere Schauplätze noch. Ich bin letztes Mal abgemahnt worden für die Tracks, auch im der Gone Jackals, die man hier sieht. Bei YouTube, als ich die Sachen hochgelehnt habe, habe ich einen Strike bekommen. Ja, die sind wohl noch nicht copyright frei. Damit springe ich das mal lieber. Dann war's das jetzt. Dann war es jetzt sogar schon das dritte LucasArts Adventure, was ich in den letzten paar Wochen nachgeholt habe. Und ich sag's nochmal, die im Stream zu spielen, auch wenn ich es alleine mache, ist eigentlich ein gutes Ding, weil man eigentlich sehr konzentriert dabei ist. Der nächste Stream wird dann nochmal das Band von Plague Tale sein. Das wird sicher dann nur 1-2 Folgen dauern. Oder vielleicht schiebe ich dann doch nochmal das neue Adventure daneben. Ich habe jetzt soweit ein Toonstruck vorbereitet fürs nächste. Fürs nächste Point and Click. Das ist für mich aber ein Zurückkehren. Das habe ich damals gespielt, Toonstruck. Aber ich möchte es halt gerne diesmal auf Englisch spielen, weil es einige englische Wortspiele sitzt, die eigentlich nicht Wortspiele besitzt, die so nicht zu übersetzen waren. Ich habe es damals auf Deutsch gespielt und da kam mir die Rätsel manchmal etwas seltsam vor. Aber mit den 25 Jahren Englischkenntnissen, die ich mir angeschafft habe, sollte es jetzt auch auf Englisch gehen. Christopher Lloyd im Englischen ist sowieso auch immer, original ist auch immer, ein Spiel wert. Dann sage ich danke fürs Zuschauen.
Zuschauen. Danke, Full Throttle. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.